Was? Du bist 35 und möchtest schwanger werden? Da hast du aber mit einigen Risiken zu rechnen. Das ist ja eine Risikoschwangerschaft, wenn man das 35. Lebensjahr überschritten hat. Was an diesen Aussagen dran ist, ob wirklich ein höheres Risiko für Schwangere Ü35 besteht, was für Vorteile es auch haben kann und was das für mich in der gynäkologischen Praxis eigentlich heißt, wenn du Ü35 schwanger wirst, all das klären wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal mache ich nichts anderes, als dich aufzuschlauen. Ich helfe dir, dir selbst zu helfen. Das Ganze mit meinem Fachwissen und für lau, für ganz umsonst. Du sagst, hey, coole Sache, ich danke dir, dann sag's mir doch einfach mit einem kleinen Abo. Es stimmt tatsächlich, wir werden immer älter und auch die Schwangeren werden immer später schwanger. In den 70er Jahren war die Durchschnittsdeutsche 25 Jahre alt beim ersten Kind. 2021 lag der Mittelwert da schon bei 31, Jahren, also einfach mal 6 Jahre älter. Und damit kann man auch sagen, jede dritte Schwangere ist Ü35. Und damit ist das auch kein Ereignis mehr, was für Raunen und Erstaunen in der gynäkologischen Praxis sorgt, sondern das ist täglich Brot. Und deswegen müssen wir heute mal darüber sprechen. Was gibt es eigentlich für diese Entwicklung für Gründe? Das liegt natürlich an vielen Faktoren. Nennen wir zum Beispiel mal die langen Ausbildungszeiten bei hochqualifizierten Berufen, also Karriere. Es liegt natürlich auch daran, dass wir mit der neuen Kinderwunschbehandlung auch viel später so einen Kinderwunsch umsetzen können. Es liegt aber auch an einer mangelnden Infrastruktur bei der Kinderbetreuung, warum sich Paare dazu entschließen, später schwanger zu werden. Es liegt an befristeten Arbeitsverträgen oder dem Mangel an Teilzeitstellen etc. pp. Es kommen also viele Faktoren zusammen, warum wir heute einfach später unseren ersten Kinderwunsch erfüllen. Und wenn ich mir den deutschen Mutterpass anschaue, dann gibt es da viele Kreuzchen, die ich setzen kann bei möglichen Risikofaktoren, unter anderem ein mütterliches Alter Ü35. Warum ist das denn ein Risiko? Kleiner Werbeeinschub für mich selbst quasi. Es gibt einen wunderbaren Online-Geburtsvorbereitungskurs, den ich mit den Hebammen Anja und Marie leiten darf. Das Schöne an diesem Kurs, er ist für Paare gemacht und gedacht. Also jeder kriegt hier die Informationen, die man für so eine Geburt braucht. Ohne totale Panikmache, sondern einfach mit Tipps und Tricks auch aus dem Kreißsaal, wie es so abläuft, humorvoll und verständlich verpackt. Immer abrufbar, der ist online, ihr könnt jederzeit nochmal zurückspulen. Also ich kann diesen Geburtsvorbereitungskurs nur empfehlen. Klickt einfach hier unten irgendwo drauf und dann kommt ihr schon zum Kurs für mehr Informationen. Das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen, also was die Schwangerschaft betrifft, aber auch für chronische Erkrankungen der Mutter, steigt tatsächlich mit zunehmendem Alter. Da habe ich ein paar Sachen für euch mitgebracht. Nehmen wir mal die Fehlgeburt. Bei einer Frau, die 25 bis 29 Jahre ist, hat sie ein Fehlgeburtenrisiko von roundabout 8,9%. Bei einer Frau zwischen 35 und 39 liegt dieses Risiko schon bei 20%. Und bei Frauen, die über 42 Jahre alt sind, liegt das Fehlgeburtenrisiko bei 50%. Aber es gibt auch andere Dinge. Nehmen wir zum Beispiel mal die Eileiterschwangerschaft, zu der ich auch schon ein Video gemacht habe. Eine 21-jährige Frau hat ein Risiko von 2,1% für eine Eileiterschwangerschaft. Das erhöht sich auf das Fünffache bei einer Frau von 43 Jahren in der Schwangerschaft. Außerdem haben wir natürlich auch ein steigendes Risiko, was Chromosomenstörungen angeht. Und das macht auch irgendwie Sinn, denn die Eizellen, die sind ja bei Geburt einer Frau angelegt. Und seit diesem Moment, wo das Kind auf die Welt gekommen ist oder eigentlich ja auch schon im Mutterleib, ist es den äußerlichen Einflüssen ausgeliefert. Ob ich irgendwelche Dinge esse, die nicht so gut sind für meine DNA, ob ich der Strahlung ausgesetzt bin, ob ich rauche und so weiter und so fort. Es gibt so viele Einflussfaktoren, die auf diese DNA in den Eizellen einpreschen. Es schleichen sich Chromosomstörungen ein, weshalb Frauen mit steigendem Alter auch ein höheres Risiko hat für Chromosomstörungen beim Kind. Nehmen wir mal chronische Erkrankung bei der Mama, den Schwangerschafts Diabetes. Hier hat eine 30-Jährige ein Risiko von 8,7%. Und eine 40-Jährige hat ein Risiko von fast 20%. Und ich könnte noch ein bisschen so weitermachen, möchte euch aber auch nicht entmutigen. Ihr kriegt hier nochmal eine kleine Liste als Zusammenfassung von mir, die ihr euch bei Bedarf angucken könnt, wo ihr nochmal seht, welches Risiko sich beispielsweise erhöhen kann. Also, wir können schon mal zusammenfassen, das, was ich anfangs als Teaser hier gesagt habe und was man auch so hört, Ü35, Risikoschwangerschaft etc., das kann man erklären, weil es ein paar höhere Risiken gibt.
Großes Aber schließt sich an, Gott sei Dank. Es kommt natürlich auch ganz darauf an, was für eine 40-Jährige ich vor mir sitzen habe. Ist die quietschfidel, gesund, ernährt sich super, macht Sport, bewegt sich toll, hat Normgewicht und so weiter und so fort? Oder habe ich eine 40-Jährige vor mir, die mehrgewichtig ist, die vielleicht auch vorher geraucht hat, immer mal ein Gläschen Alkohol, die sich nicht viel bewegt und Vorerkrankungen mitbringt, zum Beispiel einen Bluthochdruck oder auch schon einen Diabetes mitbringt in die Schwangerschaft? Da erhöhen sich natürlich die Risiken viel mehr als bei der sehr gesunden 40-Jährigen. Es kann also auch gut sein, obwohl du 36 bist, 37 bist und ich dieses Kreuzchen im Mutterpass bei Ü35 setze, ganz unten trotzdem nicht das Kreuzchen setze bei Risikoschwangerschaft. Denn allein ein Faktor reicht nicht unbedingt, um daraus eine Risikoschwangerschaft zu machen. Und da gibt es keine festgezurrten Statuten, sondern das ist sehr, sehr individuell, Gott sei Dank. Wir haben das Beispiel mit den zwei 40-Jährigen gerade durchdekliniert. Was bedeutet das jetzt für mich in der Praxis? Und um bei dem Beispiel zu bleiben mit den zwei 40-Jährigen, kann sich natürlich die Vorsorge und die Früherkennung in der Schwangerschaft ein Stück weit intensivieren. Bedeutet, dass ich die Frau vielleicht ein paar Mal öfter sehen möchte als die gesunde 20 oder auch die gesunde 40-Jährige. Also auch vielleicht mehr Ultraschall. Eventuell gucke ich mir den Gebärmutterhals auch öfter an, weil man auch weiß, dass die Gebärmutterhalsverkürzung mit steigendem Alter eben auch zunimmt. Was bedeutet das auch für etwaige Spezialuntersuchungen, Pränataldiagnostik oder Pränatalultraschall? Je nach Qualifikation deines Gyns oder deiner Gyn kann es sein, dass du da nochmal zu einem Spezialisten oder einer Spezialistin geschickt wirst, um da einfach dieses Vier-Augen-Prinzip zu haben und nochmal genau hinzugucken. Liegt hier auch wirklich nichts vor. Außerdem NIPT, nicht-invasiver Pränataltest, also Chromosomentest, haben wir am Rande schon gesprochen, als es um die Nackenfaltenmessung ging. Du wirst dich erinnern, ansonsten schaut dieses Video hier. Ist natürlich etwas, was man Ü35 definitiv mit den Paaren besprechen sollte, zumal es ja auch Kassenleistung ist. Es gibt aber auch wirklich Vorteile, um jetzt mal ein bisschen positiv zu bleiben. Du hast jetzt sehr viel Negatives gehört und intensivere Vorsorge und irgendwelche Risiken, die sich erhöhen. Es gibt aber auch wirklich ein paar positive Aspekte beim älteren Schwangerwerden. Und zwar steht man meistens viel gefestigter im Leben als mit 20. Du kannst jetzt mal je nach deinem Alter gerade zurückdenken, wie du warst mit 20, wenn ich da überlege, komme ich mir vor, als wäre ich damals ein Kleinkind gewesen. Mittlerweile gehe ich stark auf die 40 zu und fühle mich natürlich viel gefestigter und natürlich auch wirtschaftlich stabiler, denn man hat jetzt ein paar Jahre wahrscheinlich schon ein gewisses Einkommen gehabt und hat jetzt auch einfach bessere Ressourcen. Die Paarbeziehungen sind meistens auch ein Stück weit fester als mit 20. Da darfst du jetzt auch nochmal zurückdenken, wie es war mit dir mit 20 Jahren. Passend zu diesem Thema habe ich noch zwei weitere Videos für dich. Kannst du dir direkt hier im Anschluss mal nochmal angucken. Ansonsten würde ich mich wirklich über ein Abo freuen. Damit hilfst du mir, dir zu helfen, dir selbst besser zu helfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.